Haben da Pedin So, liegen. Leute. Ja. So, Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal zusammen mit dem kleinen Baby. Guten Tag. Kann leider gar nichts sehen. Warte, da steht doch mein Auto. Ja, irgendwie schon. Oh Ist das nee, deine das. Mission? Guten Tag. Sehen die einfach, sehen die beide gleich aus? Hallo? Guten Tag. Ja. Ja, zu was? Zu wem gehört ihr? Gar nichts. Ich will nur meinem Kumpel helfen. Warum seht ihr Okay. beide gleich aus? Einfach so? Ja, die sind Brüder. Zwillinge? Ja, okay, alles gut. Ah. Seid ihr Zwillinge? Alter Medic. Vor dem Auto. Medic, Ja. bitte helfen. Danke Ihnen. Vielen Dank. Wir machen uns mal einen schnellen Abflug. Haben noch was vor. Wieso? Bis dann. Sie müssen sich noch stumm halten. Aber der war echt freundlich. Oder? Wie Ja. findest du es? Also, Freunde, wir kaufen uns ein Lambo. So heißt der Titel jetzt. Boah. 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 Dachte, Sie wollen gucken, ob Chef da ist. Nö. Ich wollte noch, also der Medic wusste noch nichts. Hohes Glück. Ja, das ist gut. Ist überhaupt jemand da? Nö. Null. Und ein PDler ist nur noch da. Also Dienst Ja, zumindest. ich weiß. Weißt du, was das heißt? Gleich können wir alle abknallen. Dafür haben wir noch ein Lamm-Auto. Nicht mehr lange. Ja, gleich nicht mehr. Wollen wir das Geld sparen? Wir sparen. Oder möchtest du gleich Worauf? auch Auto kaufen? Gleich Lambo oder ein billigeres Auto? Also mit klein anfangen. Würde ich schon sagen, mit klein anfangen. Ja. Wer schießt da? War doch ein Schuss, oder nicht? War das nicht ein Schuss? Ja, habe ich schon richtig gesehen, Hallo, gemerkt. hallo? Hi. Haben Sie uns gerade angeschossen? Nein. Okay. Hallo? Haben Sie uns angeschossen? Auch eine Antwort? Dann halt nicht. Dann halt nicht. Was war davon? Junge, meine Karte muss nachladen. Zum Kotzen. Ich konnte nicht bremsen, war meine Ausrede. Hat er eh nicht gemerkt wahrscheinlich, weil die Karre einfach da stand, leer. SWAT. Schmutz. Brauche eh keiner. Wegen den einen, der mit Peter mit mir anmachen wollte. Ja. Alter. Warum fährt das Auto von selbstständig? Keine Ahnung. Eine Versammlung hier? Ja. Steig aus. Abgeschlossen. Wollen Sie hier ausmachen? Nö. Hallo, ich kann mir ein Lambo leisten. Alter.
Boah. Das sieht aber fett und krank aus. Dann sehe ich ein Lambo kaufen jetzt oder was? Ja. Dann haben wir aber nichts mehr. Doch. In Kohle. Du hast nicht genügend Geld. Bargeld. Musst du Bar dabei haben oder was? Ja. Ja gut, jetzt komme ich aber nicht weg. Warte. Lass mir mal kurz ein. Ich muss doch Pfeifer rein. Ach toll. Alter. Bitte einmal zum Teacher-Anwesen kommen. Hä? Wieso? Bitte einmal zum Teacher-Anwesen kommen. Wo ist das? Ja, wo Teacher steht, Playboy da. Und warum? Warte mal, warum? Warum? Ja, wir brauchen einen Medic. Ey, ich arbeite kein Medic mehr. Oh, ich wurde gekündigt von dem Chef. Achso, gut, danke. Und aufgelegt. Wo ich gesagt. Auto gefunden. Wow. Warte. Konnte wenigstens fast ein bisschen mit. Nehmen. Klatsch. Danke. Achso. Dann müsstest du fast. Oder du kannst auch mit dem Lambo gleich anfangen. Ui. Na. Aber mit so viel Bargeld dabei ist echt kritisch. Wir sind doch eh schnell unter. Hast du gehört? Jo. Oh, sorry. Au. Wollte ich reinboxen. So, 1 Million. 1 Million auf der Bar. Oh, hab noch 410.000. Das ist jetzt gefährlich, was ich mache. Oh. Matt, komm, drück nochmal F. Schade, ich wollt, dass du in das Auto einbrichst. Wie ich das immer mache. Hast du mal 400.000 abgehoben oder wie viel? Nee. Eine Mille. Da kannst du ja gleich mit dem Lambo anfangen. Hast du gehört? Ja. Du gehst einfach hier hin auf E. Gehst auf andere Marken. Gehst du dann auf die 3. Jetzt deine Lieblingsfarbe aus. Dann ich möchte es direkt selbst fahren und dann kaufen. Waren sie weg? Ja. Ui, auch ein Lambo. Ja. Ui, gelb. Kommst du? Aber sie haben einen Spoiler und ich nee. Ja, ist es. Ich hab keinen. Kommst du? Jo. Wir geben jetzt mal an. Bei wem machen wir es? Bei den Medics. Folgen Sie mir. Genau. Übrigens können Sie auch im Funkkanal gehen, ne? Vom Handy. Ne, geht ja nicht. Doch, könnten wir. Können wir uns über den Funk unterhalten. Um welchen? Gibt doch öffentliche Funkkanäle hier. Du kannst dir eine Zahl ausdenken. Nur 1 und 2 Klubis sind belegt. Musst gucken, ein bisschen testen. Oh. Wenn ich jetzt bei mir auch reingebe, kann ich deinem Funkkanal beitreten. Ah. Weil 1 und 2 ist halt PD oder MD. Ne? Ja. Das könnte halt sein. 44. Wenn ich so 44 eingebe, bin ich in deinem Funk. Dass ich mit mir funken kann. Mit alt. Guten Tag. Ne, bei mir habe ich das Leute umgelegt. Bei mir ist eine andere Funktaste. Warum lässt du das nicht so, wie es ist? Mensch. Ui, jetzt wird schon geknutscht. Und meine Funktaste nochmal. Dreck. Warum lässt es nicht so, wie es war? Mit alt? War ich noch nie auf alt. Komm mit. Das ist meine Funktaste nicht. Ist mir jetzt egal, oder? Muss ich das suchen, der CD. Alter, knapp zwei. Alter!
Der kam aber durchgebrettert. Kommst du? Ja. Upsala. Ui, wolltest du mich küssen? Mua. Ui, Knutsch. So, ihr guckt. Mua. Klar. So, ihr guckt. Mua. Mua. Ui, kann ich nicht abschließen, die Karre. Mit U. Ui. Kannst du nebenbei abschließen. Schließen Sie Auto auch immer ab? Ja. Oh. Mach ich auch mal während der Fahrt. Das ist sicherer, wenn ich eingesperrt bin im Auto. Man kann mir kein Auto nicht klauen. Sondern man bricht es auf. Kann das PD aber. Ja, leider. Alter, 240 fahre ich hier. 250. Mann, wir sind gut durchgerast gerade. Hände hoch, das knallt. Halten Sie an. Halten Sie an! Meine Fresse! Halten Sie an! Och komm, ich lass, ich geb auf. Komm, lass sie erfahren. Wenn ich eine Waffe Knache hätte. Autsch. Da ist doch rechts. Rechts kannst du gucken. Oh ja, gute Idee. Ach nee, das ist kein Waffenladen. Ursprünglich schon, aber ist irgendwie nicht eingezeichnet. Ey, nee, kann man hier nicht kaufen. Ja, aber eigentlich, ja, schade. Nee, dann musst du woanders. Oh nein! Schön die Scheibe kaputt gemacht. Kommst du? Ui, Lambo. So, Freunde, die Grafik ist gerade ein bisschen schlecht. Irgendwie zum Kotzen. Rums! Oh, jetzt gehen wir mal schöne Blutwurst ab. Hui! Blutwurst. Klatsch. Was, wie passiert hier? Wie sieht Johnny? Was für ein Ding? Komm mit, lass einfach fahren. Ihr dumm? Lass fahren. Gib Gummi. Links! Du hättest wahrscheinlich wieder dir. So, mal gucken, was Lenny dazu sagt. Der war nicht da. Wenn er da wäre. Alter. Oh, mein Licht ist einmal kaputt. Müssen sie alles umfahren? Ja. Oh, klatsch. Hab kurz wegen geknutscht. Mwah. Guten Tag. Hallo? Oh nein, ich habe einen Chef, glaube ich, gehört. Funk. Ich meine Funktaste immer noch nicht. Achso, jetzt habe ich den Motor vergessen auszumachen. Warte. Ja, du brauchst nur einmal U drücken und dann schließt er automatisch ab. Achso. Also steig ein. Ja, ist abgeschlossen. Das war mein Auto hier. Den ASS. No. Ich weiß jetzt noch nicht, wo meine Funktaste ist. Hallo? Dreck. Hallo? Jo. Haben Sie mich vorhin gerade angerufen? Nee. Okay. Ihr seht gerade diese Zwillinge da. Ja. Ja, wieso? Jo, ich kenne euch. Wie heißt ist das jetzt so gut oder schlecht? Mein Kollege hat euch abgeknallt, Mann. Ey, wow. Ja, wir haben auch deinen Kollegen mal abgeknallt. Gut. Bis dann. Ja, ne? Ist jetzt gut oder schlecht? Ich weiß es ja nicht. Medic? Ja. Ist der Chef da? Ja, schon. Können Sie mal wo kurz denn? Den holen? Deswegen. Wir möchten mal mit Ihnen unter sechs Augen reden. Nee, 2, 4, 6, ja. Er hat auch 6, passt. Ja, gib mir 2 Minuten. Was? Gib mir 2 Minuten. Ja. Okay. Wir setzen uns rein. Ich bin der Günther. Okay. Nach dem Gesichts. Ich warte eben ganz kurz. MD, komm, wir wollen gleich mit dir sprechen.
Kommt doch. Ja, dann du. Ich glaube, der ist da. Ich sehe ihn. Oh nein. Ja, warten Sie. Ich was willst du mir erzählen? Na, ich möchte nur mit Ihnen hier was besprechen. Schon wieder. Müssen wir es, wie die letzten müssen wir es hier besprechen? Oder wollen wir ins Büro dafür gehen? Nicht? Die letzten beiden Mal, Jungs. Hallo, diesmal meinten wir es auch ernst. Auf ernst. Die anderen beiden waren nicht auf ernst? Na. Wieso sollte es dann diesmal auf ernst sein? Na, lass mal im Büro bitte kurz. Dann gehen wir ins Büro, komm. Glück gehabt. Aus. Oh nein, Lenny. Oh nee. Aber jetzt geht ohne Lenny. Au. Guten Tag erstmal. Warte. Ja. Kann man das Funk rausgeben? Wir reden mit so viel. Wir sind im Funk 44, wenn du kommen möchtest. Alles gut. Ja. Okay. Ich möchte es jetzt mit friedlich mit Ihnen jetzt erklären. Mhm. Was die ganzen ganzen Sachen passiert ist. Okay, und dann erklär mir mal bitte, wieso ihr zweimal hier wart bei mir, ihr zweimal geredet haben. Und dann ihr zweimal wieder erneut auf meine Medic schießt. Beleidigt, umhaut oder sonst was. Na, wenn dann haben wir nur beleidigt, nicht geschossen. Beleidigt ist doch das gleiche. Na, aber geschossen ist aber nicht das gleiche wie beleidigen. Ja, geschossen habt ihr dann nicht, aber trotzdem. Ihr sagt zu mir, ihr wollt wieder ein Praktikum machen, dass ihr eventuell wieder zum MD aufgenommen werdet. Und dann beleidigt ihr Medics. Ja. Dann sagt ihr immer, warum beleidigt meine Medics? Ja, gut. Ja, wie soll ich das zu sagen? Ich sag nur mal kurz. Ich mach mal kurz Fassung, okay? Oh, hallo. Oh. Guten Tag, Lenny. Dann machen wir eine Kurzfassung. Und Schoko, darf ich kurz mit dir reden? Warte. Na, lass ihn ruhig mit Ihnen reden. Reden gleich, wir reden gleich. Es geht um die beiden. Ja, reden ach so. Gleich, wieso? Ich kann er doch jetzt sagen, weiß, oder nicht? Ich weiß schon an dich alles. Dann sagst du mal offen in die Runde einfach rein. Ja, Peter. Guten Tag. Ich weiß mal ganz genau, was er meint. Peter, sie drüben. Ja, ich weiß, aber Peter weiß ganz genau, was ich meine. Ich komme hier rein. Ja. Ich sehe ihn, ich dachte, er wäre Peter, ne? Ich so, geh mal wieder weg hier. Und dann hat er geredet, dann wusste ich, dass er es nicht ist. Ich habe ja nichts gegen ihn. Aber Peter, Digga. Ronny. Ich sag, Peter, geh mal weg von mir. Ich mag dich nicht mehr, ne? Ich mag dich nicht. Verpiss dich mal. Dann läuft er mir hinterher. Lenny, du Arschloch, Lenny. Digga. Läuft mir die ganze Zeit hinterher mit Beleidigung. Lass dich, Peter. Aua. Ich muss Peter, wenn du willst, wir können es wieder so machen. Ich rufe meine paar Kontakte an. Ich lasse paar Anrufe spielen. Och nee. Aber diesmal richtig. Was damit? Nee. Nee. Ich schon gerne kurz die Borders, die 12 holen, die nehmen euch hier fest, bringen euch nach draußen, dann euch um, bringen euch in die Hut und ihr brennt und ihr verblutet wieder. Wie das dritte Mal schon. Zweimal seid ihr ja schon verblutet. Ich glaube, alle guten Dinge sind drei, oder? Ja, eigentlich schon. Ja. Ich glaube sogar, die sind dreimal ausgeblutet. Nee, zweimal. Ja. Laut mein Wissen. Also, dann erklärt mal, dann reden wir. Ja, gut, wie soll ich es jetzt mal. Ich mach mal jetzt kurz in Kurzfassung. Ja. Du kannst doch die lange Version nutzen. die Kurzfassung. Na, die wissen ja, dass ich GoPro gerade aufnehme, gell? Ja. Also hier die ganze Zeit hier blub, blub, blub mache. Ja. Was hier alles passiert. Ja. Bodycam. Ja, sorry, ich weiß doch nicht, wie es heißt. Und dann hier hat Lenny gesagt davor, ach nee, nicht ihr schon wieder. Und dann hat er auch auf einmal auch angefangen zu beleidigen als erstes. Oder bevor ich dann. Was? Als ich als erstes? Ja, sag mal in die Bodycam. War das nicht gestern? Auch heute.
Zeig mal die Bodycam. Gestern Remily da war, ne? Die hat doch gestern Abend Platzverweis gegeben. Da war doch PD auch da. Dass du mich nicht magst, rufst du mich sehr oft an, ja? Meinst du mich jetzt? Nee, ich glaub, der hat zum Telefonieren. Warte mal, wie ist? Gibbet. Würde ich aber auch gerne mal die Bodycam sehen. Ja, wie? Loco. Ja, D-Funk. Musst du dann bei YouTube gucken. Warum YouTube? Ja, da werden die ganzen Sachen online gestellt. Willst du etwa zuschneiden oder was? Glaub schon. Du sollst uns den originalen Clip zeigen. Na, das ist, da ist dann der Originalclip dran. Mit deinem Geschneide habe ich ja weniger, ob das original ist. Oh Mann. Jetzt fliegt meine Lampe noch runter. Yeah. Gibbet Loco, ich weiß, wer das ist, ja. Lenny? Auf meines Wissens auch, aber habe ich ihm das nicht erlaubt. Das wäre ja in dem Sinne Korruption. Lenny? Hast du das schon auf dem Parkplatz schon gesehen? Sind wir nicht erlaubt. Was? Was ich und Ronny haben. Was ich ihn erlaubt habe, ist, dass er außerdem. Guck mal auf dem Parkplatz. Mit ein paar Leuten vielleicht irgendwas machen kann, aber ich habe ihn nicht erlaubt. Außerdienst. Na, guck mal auf Parkplatz, bitte. Das habe ich ihn nicht erlaubt. Aber ohne Medikleidung, richtig? Warum sind so genervt? Hast du auch gemerkt, dass er genervt war, der Mr. Lenny? Warte. Funk. SMS-Matches? Nee, laden nicht. Gut, die Dinge sind wirklich dran. Oh. Funktioniert. Ja, wieder nicht. Verstanden. Gott. Yeah. Meine Funktaste okay. Gewonnen. Welche Taste? Hallo, hier ein bisschen benehmen bitte vom Chef. Ich hab keine Money, sorry. So, ich stelle mich hier hin, dass ich den Chef besser höre. War schon 8:30. Mal gucken, was Lenny findet auf unserem Parkplatz. So, jetzt. So, guten Tag. Ja, ja. Ja, das ist Gibbet, ja. Mochako? Mochako? Ach, schau mal, ich will dich verarschen. Was denn? Da hat das gesagt. Wie? Was denn? Das war, davon weiß ich nichts jetzt, ja. machen wir so, ich schau mal. Wie ist es lustig, Ronny Meier? Punk. Ja, ich rufe den jetzt mal an, ich sag ihm, er soll zu meinem D kommen. Und ich frage ihn, was das soll, weil das geht nicht, dass er sich wie OG anzieht. Dann sagt er, will zu dem Border, weil er will den MD-Job halten, um Rolle zu holen. Das geht nicht, nee. Achso, er ist am Telefon. Ja, das ist auf jeden Fall, Gibbet, ja, das sehe ich. Und hast du schon was gefunden, dann Lenny? Dann gleich mal zu meinem D und dann rede ich mit dem, ja. Was ist denn da? Also das orangene Auto nicht gesehen und das grüne? Nein, da ist nichts mehr. So, Jungs. Was? Jetzt mal reden. Also. Mochako? Ja. Ganz kurz, ich und Julian haben was zu klären, außer Dienst. Ja, der macht es. Da welche auf uns geschossen haben. Also auf meinen Kumpel. Gleich. Ja. Ja. Dann sag mal jetzt, was euer Ziel war, hier zum MD zu kommen. Nochmal die Frage. Was ist jetzt euer Ziel beim MD? Warum kommt ihr jetzt hier hin? Na, mit ihnen was zu klären. Ja, um das zu klären, sich zu entschuldigen und dann ein paar Stunden wieder weiterzumachen. Nee. Sind zwei Male. Ja, nur zwei Male. Gute Dinge sind aber drei, oder nicht? Ja, beim dritten Mal werdet ihr gejagt, ist mir egal. Ja, beim dritten Mal kannst du ruhig deine Freunde alle anrufen. Das mache ich mit Herz. Ja, aber beim dritten Mal bitte. Und ich glaube, wenn das beim dritten Mal, dann bleibt es nicht nur bei meinen Leuten. Dann bleibt es meine Ausreise, glaube ich, ja. Weil dann rufe ich hier einen vom ehemaligen MD an. Der ist an sich sehr hochrangig, ja, ganz oben. Der spielt eine hohe Rolle. Und wenn ich ihm sage, was er schon gemacht hat, Medics geknallt, Medics beleidigt, dies, das, Ananas. Ich glaube, dann habt ihr mal kurz eine kleine Urlaubsreise gewonnen, ja. Und, nee. Ich bin ein Mann, ich halte mein Wort, ja. Ja. Kann ich mir glauben. Deswegen, machen es so. Ist alles sehr fein, ja.
Ja. Letzte Mal jetzt. Leute, nochmal Medics umschießen, beleidigen. Ist mir egal. Ich krieg mit dem. Ihr kriegt eure Ausreise schneller als gucken könnt, ja? Ja, ich hab's jetzt bitte verstanden. Dann werden wir zum Reisebüro. Ja, dann werden wir zum Reisebüro namens Pisco. Den Pisco hat uns schon mal letztes Mal gebannt. Ja, wollt ihr nochmal gebannt werden? Nee. Wir wollen eigentlich keine Ausreise buchen. Und ich glaube, diesmal machen wir nicht einen Tag, weil der weiß, so wie ich sage, die war einen Tag schon mal gebannt. Dann sage ich einfach, ihr macht die mal so einen Monat, eine Woche ungefähr. Dann könnt ihr einen Monat, eine Woche einfach mal woanders übernachten. Nee, danke. Ah, ich glaube eher so in irgendeinem Bungalow. Ist das der Pisco? Nee, das war die. Nein, nicht Pisco. Ach so. Habe ich jetzt aber gedacht, tatsächlich. Also, jetzt machen wir so. Wir gehen wieder im Frieden auseinander. Das letzte Mal. Ja. Das Mal seid ihr Ausreise fertig. Okay, Deal. Geklärt, fertig. Jetzt komm mit. Gut. Soll ich mich aber bei Lenny entschuldigen? Mach du, wie du willst. Ist deine Sache. Boah, da will sich jemand bewerben. Was machen wir mit dem? Nee, ich hätte jetzt keinen Bock mehr. Muss kurz Gibbet. Vielleicht später. Muss kurz Gibbet anrufen. Hier ist der Ausgang, Freunde Meier. Jo. Aber so 21:30 oder so. Okay, mach ich dann schon. Jaco bin ich, du kleine Schlange. Oder halt morgen dann nochmal. Ey, Gibbet. Ja, ich hab was Schlimmes gehört über dich, ja? Ist das Lenny? Medic. Lenny? Medic. Bist du Lenny? Mit Privatautos sind nicht auf Streife gefahren, ne? Wir müssen dann auch mal mit ihm mal kurz reden. Bin auch Lenny? Ich bin Lenny. Ach so, da ist Lenny. Hier ist Lenny. Oh Mann, jetzt habe ich einen Anruf. Ich dachte, er wäre Lenny. Ja. Noch Lenny? Ja. 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 Lenny? Ja, warte mal kurz, lass den Medic mal durch. Ich muss dann mal mit dir mal was hier bequatschen. Ja, okay. Genau. Wer ist er eigentlich? Weiß ich nicht. Kenn ich nicht. Lenny, guck mal nach hinten. Hinter dir. In eine andere Richtung. Da hinten. Was siehst du da? Wem gehören die? Ich meine. Komm mal mit. Na, wem denn dann? Ja, eure. Komm mal mit. Aha. Was sagt ihr? Was juckt mich das jetzt? Wie? Was? Was interessiert mich das jetzt? Na, ich wollte es dir nur sagen, weil ich gesagt habe, guck mal auf dem Parkplatz, was hier steht. Stabil. Läuft. Ja, wir müssen mal mit dir was reden. Was denn? Kann ihn Ronny Meier mal erzählen. Ich habe schon genug mit dem Chef geredet. Nur wegen der Sache gestern und so die anderen Tage. Das Umgeballer und so. Ich denke mir, sie weiß, was er meint, ja. Ja, was wir meinen. Und wir wollen uns damit entschuldigen. Okay. Wie kommt's? Ist mir heute erst eingefallen. Nichts daran, weil ihr den Job wieder haben wollt? Ja. Na, nicht nur. Ich hab vor, das ein bisschen verdonnert. Ich habe keinen Bock auf Ausreise hier. Achso, Was gibt's Flugtickets für eine Woche? War's mal Choco? Jo. Ah. Wir haben gerade Chefgespräch. Aber ich würde mich freuen, wenn du unsere. Aber nicht mehr beleidigen, ne? Ja, nicht wir haben. Schießen, Peter. Ja. Hallo, war nur eins, oder? Einmal. Und nicht beleidigen, hat er auch gesagt. Gilt ja auch dazu. Ja, ich weiß. Und keine anderen Medics umschießen. Ja, ich hab's verstanden. Er wollte mich hochholen, du schießt ihn um. Ja, okay. Ja, aber ich wusste ja nicht, dass du es hier warst mit den großen Autos. Ich muss jetzt losknallen. Ja, aber verzeihst du uns? Ja, alles gut. Ja, gut. Chaco, die haben sich entschuldigt, alles gut. Abo. Hat jetzt, glaube ich, nie mehr bekommen. 400k. Was ist mit 400k? Telefoniert. Funk. Jo, verstanden. Over and out. Over and out. Lenny! Steig ein! Wir müssen Gummis geben! Mensch, steig doch ein! Ich geh dein Auto Mann, steig doch ein! Du musst doch mal U drücken.
Noch um und dann einsteigen. Noch mal, U. Lass mich mal probieren. Also, drück mal U. Ja, jetzt. Ja. Hey. Alter. H gedrückt halten. Was denn? Ja, und dann? Warte. Ach so, wegen Dach auf. Ui. Haben Sie auch ein Lambo? Ja. Lenny. Ihr habt auch einen blauen. Lenny. Lenny. Ich hab mal eine Frage. Lenny? Hallo? Ah, ja, was? Ich hab mal eine Frage. Hier könntest du dann uns wiederholen, also uns wiederholen? Wie wiederholen? Na, wenn wir sterben, dass du uns dann wiederholen könntest. Ja, kann ich machen. Na, oder die anderen wäre lieb. Oder, das gilt ja eigentlich dann nicht mehr, oder? Diese Hochholspöre. Ja, ich meinte das auch am meisten, dass ich euch nicht mehr hochhole, aber jetzt hole ich euch auch wieder hoch. Okay, so machen. Aber steht dann auch von wer, hier, der hier umgekippt ist, also zum Beispiel. Was ist? Na, steht dann auch wer da, also hier wer umgekippt ist, also zum Beispiel. Ja, der Name. Ach so, also steht's da mit da. Ja. Können wir erstmal Nummer austauschen, bitte? Ja. Gut. Dessen wusste ja auch, wer wir sind, ne? Dessen hat er weggelesen und dann auch nie. Ja. Nach dem Motto. Ja, genau. Nee, ich habe eure Outfits gesehen. Ach so. Ja. Immer wenn ich Outfits sehe, direkt. Das sind doch die wir kennen. Ronny oder Spiele? Ronny. Warte, nenn mich ruhig Spiele, Gamer. Peter. Nein, ich hab dich jetzt Dings gemacht. Annehmen. Vielen Dank. Hey, brauchst du auch noch meine Nummer? Ja. So. Ey, soll ich dir mal was erzählen, Lenny? Hm. Ronny ist in dich wie soll ich sagen? In dich verliebt. Oh, der ist weg. Puh. Oh, falsche Tür. Aber das glaube ich nicht so gut. Nö. Over und out. Jo. Wir sagen immer over und out, okay? Jo. Wo ist denn das süße Lenny? Ui. Ich glaube, das fand er nicht so toll. Ja. Au! Sorry! Kalt. Kalt. Guten Tag. Hat sie nicht gesehen, oder? Was? Wegen hier. Ich glaube nicht. Warte. Lenny Prag heißt er. Ich rufe mal kurz Lenny. Oh. Nicht nerven. Nein, ich will nicht nerven. Ich will was sagen. Und dann geht. Lenny? Hallo? Was? Möchtest du auch mal in unserem Funk kommen? Was ist? Na, möchtest du auch in unserem Funk kommen? Nee, ich mache jetzt CB Action. Ach so. Für Sie? Ja. Mann, kein Lenny. Die Laterne kippt gerade um. Quatsch. Na komm, lass gleich tanken. Nee. Ach so, ich hab kein Geld. Gleich zur Bank. Schon von hinten. Hey. Komm mit. Au.
Ich fahr die schnellste Strecke. Doing. Nehmen wir einen Tankstand gar nicht. Wo sehe ich denn überhaupt? Ganz unten rechts. Das blaue. Achso. Das wäre die Geschwindigkeitsanzeige. Nee. Das ist weiß. Achso. Oh Mann. Also Freunde, unser Ziel haben wir abgeschlossen, mit dem Lamborghini zu kaufen. Und klären. Ui. Ja. Ich habe auch gesprochen. Du brauchst ja eher ein... Geschieht nur. Ah, jetzt ist automatisch abgeschlossen, automatisch. Ja. Ist ja auch cool. Du brauchst ja nur 200. Ah, nee, jetzt steht ja noch was anderes drin. Drin. Weißt du, was da drin stand? Mülle. Ja. Die habe ich alle nicht. Aber Hauptsache, wir haben es mit Lenny jetzt geklärt. Mit und Chef. Du schaut auf, please. Kommst du? Jo. Funk, Funk. Check, check. Jo. Geht alles? Ja, ich höre sie klar und deutlich, Meister. Gut. Was? Ach so, ich wollte was gucken. Ey, nö, kann er da. Toikomi. Ja. Was ist ihm seine Mission? Ja. Hin uns war. Weiß ich doch nicht. Warte. Alter, da ist eine starke Bremse. Hab nur geguckt. Boah. Mensch. Kann selbst fahren. Ja, dann lass mich vor. Schön durchgezischt. Latsch. Ja. Hauptsache, Laptop funktioniert. Ja, wenn das WLAN geht. Ja, endlich. Warum ruft der da hin? Wahrscheinlich sollten wir mal anhalten. Hallo? Was ist von Dirk? Was ist los? Ich hab eine kurze Frage. Ja, welche? Ja, welche? Und zwar, warte, mein Ei juckt. gibt's OGs noch? Weiß ich nicht, ich bin zum ersten Tag hier. Achso, ja, okay, perfekt. Egal, danke schön, ne? Ja. Na ja, bitte. Was für ein Ding? Ich weiß nicht, was das ist. Ich auch nicht, deshalb habe ich eine Ausrede gefunden. Alter. Lenny! 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 Wir schießen. Wollt ihr mitschießen? Nee, ich habe keine Knarre. Ja, okay, geht lieber weg. Okay. Geht weg. Wohin wollen wir? Zum Apfel. Apfel. Muss die Million wieder reinholen. Jetzt... Mit die Million Äpfel. Reinholen. Ui, wofür? Und das kann. Ja. Wofür so viel? Hallo? Ich will nicht im Minus sein. Eine Mille will ich reinholen. Durch Äpfel. Ja, ist möglich. Ja. Aber auch dran halten, ne? Mach ich doch. Was Chef gesagt hat. Oder wollen sie ausreißen? Ja. Nee. Das war natürlich Spaß. Ja, hoffentlich. Ich fahr durch Ziel. Tschüss. Wo sind sie lang gefahren? Oh Baby. Ui, kam Mutti wieder? Ja. Ui. Wo bist du? Was ist denn? Na, da auf der Autobahn, beim State quasi, genau auf der Höhe, auf der Autobahnkreuzung. Welcher? Ja, jetzt musst du rechts hochfahren, da stehe ich. Na, nicht da, ich meine eigentlich die Auffahrt. Du hast gesagt rechts nicht, hoch. Ach so. Nicht die Böschung. Ich meine schon die Auffahrt, oben auf der Brücke stehe ich. Ja, ich bin links direkt runtergefahren. Ja. Jungs, ich wusste, dass Lenny war. Alter, der mit dem blauen Lambo. Ja,
Haben wir jetzt auch. Ja, wo genau? Sind Scherz, Kicks. Kicks. Na, sie sind vorbeigefahren, sie müssen da links fahren. Hm. Warum sagst du mir das jetzt? Ja. Hab ich doch gesagt, Richtung State müssen sie fahren. Hm. Hab deine Eier, Mensch. Gemacht. Ui, der hat sich auch die Eier gekrault. Das war nur eine Ausrede. Ja, was mit einem Tag hier bin? Ja, das hoch. Nee, mit den Eier kraulen. Nee, vielleicht war es wirklich ernst gemeint. Na, wissen kann man. Auf warten. Na, Waffe holen. Hm. Falls er nochmal kommen sollte, dann bedrohe ich ihn. Ende hoch. Nee, kannst du hier nicht. Das ist ein Ladenraub. Nee, wollen wir ja nicht. Logisch. Das hab dich geküsst. Kommst du mit? Jo. Lenny, bis im Funk. Check, check. Endo. Negativ. Was heißt bei dir negativ? Was ist negativ? Nein, heißt das. Ach so. Warum sagst du es nicht im Funk? Hab ich doch. Nö. Wir sind falsche Auswahl. Ja, wir sind aber auf der Guten Tag. Ohne Bargeld ist aber schwierig, Meister. Kreditkarte. Ach so, stimmt ja. Ah, also ich habe gleich alles gekauft. Kaufen Sie auch gleich alles? Moment. Sorry, war mein Platz. Hände hoch oder S? Hey! Guten Tag. Guten Tag. Ich brauche Munition, hab zu wenig gekauft. Hä? Jetzt gar keine Munition gekauft oder was? Nee, aber hab ich gekauft. Du musst sofort Waffe ausrüsten und dann benutzen drücken. Nein, ich habe ja nicht mal welche gekauft angeblich. Ja, vielleicht nicht genügend Geld. Nicht genügend Geld? Ja, wow, ich habe eine Waffe, aber keine Kugel. Weißt was? Komm her. Ich bin dir auch was. Gehört? Jo. Ich bin ja multi-rich. Einkauf erfolgreich. Mwah. Jo, ich bekomme. Ach ja? Ja. Bitte schön, Baby. Danke. Kommst du? Kann ich? Ja, wir können. Oder wir. Apfel. Wer ist Pisco eigentlich? Weiß ich ja nicht. Abgesehen, dass der Ding sitzt. Motor aus und aussteigen mit und zu schließen. Und die Sachen kaufen hat. Brauchen sie S. Ja. Ja, musst du mal kaufen. Ja, komplett leer gewesen. Abgezapft worden. Ui. Ich repariere ihr Auto. Na, vielen Dank. Schöner? Ach, schöner. Was ich sowieso schon bin. Ich hab noch leisten, ich weiß nicht, was ich im Konto hab. Du wirst ja merken, wenn nicht erfolgreich steht. Die 3000 werde ich mir noch haben. Das wäre lustig. Funktioniert. Bargeld. Und trinken. 16.000 habe ich auch gekauft.
16.000 habe ich noch. Ja. Wie immer, wenn der Wagen abgeschlossen ist. Ja, vielen Dank. Geht dann wieder bei Gelegenheit, die Kohle. Na, wow. Was denn? Was? Na, weil ich die Scheibe eingeschlagen habe bei mir. Gegen die Tür. Können wir jetzt? Nee, noch nicht. Ich bin noch nicht fertig. Oh. Genachi. Das ist echt keine Rubbellose. Ui, schön Rubbel. Oh, Mann. Denkst du schon wieder an Rubbeln? Haben Sie mal probiert einen? Was? Gündri? Gündri, ja. Wie auch immer das Zeug heißt. Machst du es wieder zu, das Dach? Oh, wird langsam zu kalt. Stimmt schon. Das finde ich cool, dass man das auch machen kann hier. Ja. Bitte, wenn es geht, ohne Rahmen. Das Auto ja. Ist neu. Das hätte fast gescheppt. Warte. Was in ihm? Hallo? Oh Mann. Haben die was gesagt? Ja. Was denn? Die haben gesagt, Tendo-Rotor, es knallt. Oh Mann. Was für Lappen. Na, wie ist es? Kennen wir die nicht? Ja. Oh Mann. Rede oder ich, du kommst mit. Hey. Klatsch. Räder. Sofort. Ich glaube, die reden nicht. Räder. Räder. Oh, war das mächtig? Nee. Ja, wenn er Handschuhe trägt. Nee, ist kein Medic. Es wird dann hinten ein Paramedic draufstehen, das ist es keiner. Komm mit. Warte, ich habe meine Scheibe wegen den Arschlöchern kaputt gemacht. Tschüss, ihr Lappen. Bleib schön durch den Dreck. Schön durch den Dreck fahren. Kannst du auch mal machen. Wo ist denn der andere eigentlich? Ja, der liegt da hinten beim Auto mit. Latsch. Sind wir jetzt gegen die Karre gefahren? Nö. Ja, der liegt da vorne hier, guck. Da hinten liegt der Affe. Hihi. Komm mit, lass weg. Die können sich eh nicht dran erinnern. Oder dürfen die das? Nee. Komm mit. Tut mir aber auch leid. Ach so, jetzt haben wir tanken vergessen. Ich wette doch mit dir, die hätten uns vorher abgeknallt. Sicher. Warte. Ich muss mal kurz am Handy. Lenny! Ist nur wichtig. Hm, sagst du immer. Hallo, wirklich. Jetzt sollst du die Leute mal belästigen, das finden die uns so toll. Von Chef nicht. Ah. Finde das gar nicht gut. Oh, aufgelegt. Auch nicht schlecht. Ich wollte ihn nur fragen, wie ich Leute durchsuchen kann. Ich glaube über F2-Muskel. Ja, und dann genau wo. Kommst du? Bin jetzt gerade ausgefahren die ganze Zeit. Ja, weil du so eine Bibelarme Schnecke fährst. Ui, Schneck. Lass mal rechts ranfahren.
Ich bin jetzt beim Verarbeiter vom Apfel. Ja, ich will auch. Oh, ich sehe sie. F2 Muskel. Nö. Na, nein. Wenn sie auf. Wenn die vor der Person stehen, die da liegt, vielleicht. Ja. Ich weiß es nämlich auch nicht genau. Oder ob sie dafür irgendwas Bestimmtes drücken müssen für. Wir müssen beim D-Funk gucken. Ja, wie? Bist du witzig? Wegen der Tastenbelegung. Ach, weiß was, komm mit, wir fahren geradeaus. Wir fliegen morgen ab. Äpfel. Apfel. Na komm, sag. Kommst du zum MD wieder? Ja. Brauch Versorgung. Was für Versorgung? Nein, ich muss doch versorgt werden. Hab noch ein halbes Leben. Wenn sie das Video sehen, oh, da gibt's richtig Ärger. Wieso? Zum Glück sehen sie meinen Gesichtsausdruck nicht. Aber gute Dinge sind... 3. Ja. Haben wir Glück, dass der Chef ein Auge... zugedrückt. Zugedrückt. Hat er doch schon. Hat. Zweimal. Ja. Dritte Mal gibt's nicht. Also ja. Gewissermaßen zumindest. Ich hab die Antwort verpasst. Warte, ich komm zurück. Warte, wo sind sie lang gefahren? Hier, gell? Na hier. Ach, hier hätte es auch geklappt. Aber das wäre dann so ein Schleichweg gewesen. Schleichwegs. Ich frage, Achtung. Wir schießen dann immer noch, kann aber sein. Ja, komm mit. Schießen die immer noch? Nö. Nimm seine Mission. Was? Das ist in ihm seine Mission. Ja, deshalb bleibe ich auch immer hier stehen. Gute Idee, gleich tanken. Ich glaube, ich keine Benzinkasten. Nee, hier ist keine Tankstelle. Nicht? Nee. Haben Sie die Scheibe reingehauen? Ja. Ach, jetzt geht's auf einmal, wo ich weggefahren bin. Wow. Kann eigentlich aus sein? Kann auch an sein. Du musst richtig weit weg. Wenn nee, kann schon tanken. Und wie funktioniert's? Ah, jetzt sicher. Oh, einer ist am Livestream. Ja. Ja, ich gut. Was? Das Telefon muss offen sein. Ist doch eh nichts. Wie viel kostet's bei dir jetzt schon? $80. Ja. Oh. Und wie viel bist du gleich bei Endpreis? 100. Ja, ich auch. Und hat gepasst, 104, weil ich 200 hatte. Ja, und ich habe 98 Cent. Ja, Dollar. Du? Doch, 98 habe ich noch. Oh, ich 98, kommst du? Hatten Sie weniger Bargeld dabei oder was? Ne, 200. Ich auch. Na, ich hatte aber ein bisschen mehr, weniger Spritverbrauch. Mehr. Was für ein Arsch. Wer jetzt hier vorbeifährt, den knall ich ab. Außer die Medics. Sonst sind wir auch Freiflug bei den Chef. Tschüss. Und Bisco.
gut. Ich weiß ganz genau, dass du da gemäht wirst, du Armer. Wer ist arm? Nein. Keine Ahnung, wer arm ist. Wir fahren mal ein bisschen rum in die Stadt. Die Stadt. Ich drehe ja. Warte, gucken. Ja, komm mit, lass mal wieder kurz bis zurückfahren. Ui, da ist was zum Spritz. Ui. Was hat er gesagt? Wir sind hier. Schwanzlupfer. Hey. Au. Hab's dich erwischt? Nee. Warte, ruf mal Lenny an. Lenny. Hast du gehört? Jo. Ich kann noch funken. Nee. Oh Mann. Was für ein Arsch. Lenny! Du musst dich schon entstimmen. Jetzt geht's an dich ran. Guten Tag. Wir brauchen Medic. Wir brauchen Medic. Achso, okay. Tschüss. Was hat er gesagt? Nicht im Dienst. Was war das denn gerade? Lass mich runter. Was war das denn gerade bei... Tschüss. Alter, viel gedrückt. Hast du mal auf mein Auto auf? Es glaubt doch keiner, aber es ist abgeschlossen. Ich glaube, es ist abgeschlossen. Kannst ja mal gucken. Nee. Hey, ist deine Mission, du Blödmann. Also Freunde, wir machen kurz einen Zeitplan. Der denkt, Junge, dass du ich wäre. Naja, Freunde, wir machen das mal, wenn es euch dumm kommt. Oder was? Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, ein Abo da, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bye, bye und Adi. Tschüss. 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 Tschüss.